Da ist mir zweimal die Leitung weggeflogen. So. Und da bin ich, hier ist die Originale und das ist eine neue. Da bin ich hin zu allen, die hier irgendwo Einspritzleitung machen. Hier die Köpfe vorne machen und so. Die Kegel, dann brennen und so. Mark hier, die großen, die blauen, die Bären, die er aufgebaut hat, und da macht er auf und da sehe ich, dass er neue Einspritzleitungen drin hat. Mit dem gleichen. Ja. Da sag ich, du, wo hast die Dinger her? Da sagt er, mich hat sie wieder dafür. Das ist doch nicht, das haben meine Leute gemacht. Richtig. Die haben das selber gemacht, sagt er. Ja? Ja. Ich sage, das ist in Ordnung. So, denn ja, die haben also so lange gedoppert und gekloppt. Ich sage, das hilft mir nicht. Ich will wissen, wo ich das herkriege. Da habe ich im Internet recherchiert, also mindestens 3-4 Monate, bis ich eine Bude gefunden habe. Und haben sie auch. Die war unten im Bayerischen. Hm. Da habe ich einfach die Köpfe abgeschnitten, habe die Länge angeheben. Ja, die sind ja bitte gleich lang. Und hab da drunter geschickt, ja, und der hat mir, jetzt mit längerer Schraube, hat mir eine neue Einspritzleitung, die anderen habe ich auch noch, brauche nur bis inneren, habe ich nochmal. Ja. Also das ist das Interessante da drin. Ja. Ja. Du kannst aber nicht sagen, dass es nicht immer, du musst nur lange genug suchen. Ja, irgendeiner auf der Welt macht dir das, wenn es die Polen sind. Ja. Ja. Ein Ding ist, Zeit.
Dann habe ich um
dann ranzukommen, immer wenn einer so einen alten am Hof hat, runtergeklingelt. Wo holen Sie Ihre Ersatzteile? Wer fährt nicht los? Wer ja, da drüben, oder? Stecken wir das hier rein, okay. Da wieder rein und drehen das Leichte fest, oder? Ich will es mal einziehen.
Schaum ist auch raus. Brustecke hat, aber richtig scheiße. Dann mal Prost, ne? Prost! Prost, Eckert! Wer von uns bildet Zitter? So, dann mal Prost, ne?